Die Frage, nein, die keine Zeit verschwenden damit. Ein kleines Experiment. Wenn die Banken bisher Geld sich geliehen haben, zum Teil geschöpft haben, um es dem Staat zu leihen, haben dafür sehr gute Zinsen bekommen, aber wenn es schief geht, wollen sie nichts mit zu tun haben, dann soll es die EZB machen. Dann denken wir doch mal einen Schritt weiter. Was würde denn dagegen sprechen? Die EZB schafft grundsätzlich das Geld und gibt es den Staaten. Sie als einzige. Die Staaten dürfen aber sich dann nicht mehr auf dem freien Markt verschulden. Dann könnte die EZB, die neutrale EZB, auch dafür sorgen, dass die Staaten das Geld geliehen bekommen, was sie wirtschaftlich brauchen. Und es würde zwischendurch keiner damit verdienen. Also. Es würde keiner daran verdienen. Die Zinsen, die bezahlt würden, würden wieder an die Staaten ausgeschüttet, weil die EZB keine Gewinne macht. Das heißt, wir haben ein System, in dem die Banken nicht mehr dazwischen geschaltet sind, sich die Taschen vollstopfen, auch vom Risiko nichts wissen wollen, sondern die EZB kann dann die Staaten finanzieren. Herr Müller, über dieses Thema habe ich als Hamburger Bürgermeister einen Vorschlag gemacht. Da gibt es ein Buch von mir, das heißt Notenbankkredite für den Staat. Dann hatten wir eine lange Debatte mit Karl Schiller und anderen. Und dann nehme ich Bezug auf Irving Fisher, der das ja, nicht wahr? Vollgeldsystem. Irving Fisher, der das ja für die amerikanische Wirtschaft so vorgeschlagen hat. Und ich sage Ihnen voraus hier, das wird auch eines Tages so kommen. Jetzt ist es nicht möglich, weil das keiner sich traut. Aber am Ende... Herr von der Dali, das wäre schön, wenn wir das schaffen würden. Aber am Ende ist es so. Und wie gesagt, darüber ist dieses Buch ist bei Nomos erschienen, war damals relativ billig. Jetzt kostet es 50 Euro, weil es habe ich gesehen, weil es Qualität ist wertvoll. Aber ich will